7. Oktober alle polnischen Pässe ungültig würden, wenn sie nicht einen bestimmten roten Stempel vorher bekamen. Das war so die diabolische Art, wie die Polen das machten. Mhm. Wenn Juden kamen und sagten, wir wollen den Stempel haben, bekamen sie ihn nicht. Mhm. Das heißt, die Bestimmung war rein theoretisch und war in Wirklichkeit nur eine Maßnahme, um die Juden auszuboten. Wenn ein Nichtjude, ein polnischer Nichtjude zu seiner Behörde kam, bekam er den Stempel. Und ich glaube, drei Juden haben ihn auch bekommen. Das war ein Herr Rosenberg, der Vorsitzende des Vereins polnischer Juden in Deutschland. Der hatte so den Konnex mit den Leuten und da wollten sie eine Gäste machen. Und wir haben doch dem Herrn Rosenberg den Stempel gegeben, ihr könnt doch nicht sagen, dass ihn keiner bekommen hat, nicht? Und noch zwei andere, ich weiß nicht, die habe ich heute nicht mehr im Kopf. Rosenfeld hieß er, glaube ich, Rosenfeld. Sie haben nichts, ja, sind ihm nicht begegnet. Noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Ich habe die Fühlung da ganz verloren. Ich hatte sehr viel zu tun mit einer Sekretärin vom polnischen Verband, die hieß Frau Nieder und hat später hier in der Rambamstraße 15 gearbeitet. Ah, da gehe ich noch hin. Ja, aber sie lebt nicht mehr. Nein, aber... Sie ist gestorben, Frau Nieder. Eine sehr patente Frau. Aber die hat dem Ball und anderen Aussagen gegeben, also sie werden Erklärungen von der Frau Nieder wahrscheinlich irgendwo finden in diesen Archiven. Und dann haben Sie sie noch daraus genommen, die weggeschickt wurden? Du hast doch einige zurückgenommen. Ja? Ja, sicher. Ich habe Leute aus Lagern zurückgeholt. Und auch vom Zug, nicht? Vom Zug auch, ja. Ach so, ja. Jetzt habe ich den Faden wieder. Also dieser polnische Verband wusste schon, was da gespielt wird und was da kommen würde. Und die kamen also in Scharen sich für eine Auswanderung nach Palästina, hieß es damals noch, ja, noch nicht Israel, anzumelden. Hieß ja auch Palästina-Amt ja, und ja, Behörde. Ja. Dieser Titelamt war sehr nützlich. Ja? Ja. Die Deutschen hatten da einen kolossalen Respekt vor Behörden. Und wenn man da anrief und sagte, Dr. so und so vom Palästina-Amt, ah ja, bitteschön, was wünschen Sie? Und Amt, das war ein Entree, nicht? Ja. Aber abgesehen davon waren sie alle auch sehr gutartig und gutwillig und bereit zu helfen. Nach meiner Erfahrung und nach der Erfahrung von dem Staatsanwalt Weißenberg und anderen, mit denen ich Fühlung hatte. Es gab noch jemand, der sehr viel in diesen Dingen gearbeitet hat. Das war ein, genau wie ich, früherer Rechtsanwalt. Wir waren ja als Rechtsanwalt sozusagen rausgeworfen. Meinen Titel konnte man noch tragen. Marcuse hieß der. Der hat, glaube ich, das weiß ich nicht mehr, war er selbstständiger Auswanderungsspezialist oder hat er für eine Organisation gearbeitet? Ich glaube, er war selbstständig. Aber jedenfalls war es ein sehr gutartiger, freundlicher Mann, mit dem ich auch in ständiger Fühlung war und oft telefoniert habe. Weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist. So, jetzt muss ich wieder einen richtigen Faden bekommen. Sie wollten erzählen, wie Sie dort Leute raus von den Lagern und wie Sie den Heinig kennengelernt haben. Ah ja, ja. Also es ging, es spukte diese Idee, dass die polnischen Pässe ungültig werden, an dem Stichtag, wenn man nicht den roten Stempel bekommt.
Und zwei Tage etwa vor Ablauf der Frist haben die deutschen Behörden etwas von ihrem Standpunkt aus ganz Vernünftiges gemacht. Sie haben den Standpunkt vertreten, also wir haben ja reichlich genug für uns unerwünschte Elemente an den deutschen Juden und müssen mit dem Problem dieser deutschen Staatsangehörigen, Juden, fertig werden. Wir können uns doch nicht hier tausende polnischer Juden plötzlich durch eine Maßnahme der polnischen Regierung aufhalsen lassen, dass die bei uns bleiben als Ausländer, aber dann irgendwie von Deutschland betreut werden müssen. Das geht doch nicht. Und da kam sie auf eine grandiose Idee eigentlich. Sie nahmen die alle fest, man kann gar nicht sagen, verhaftet ist der falsche Ausdruck. Es kamen also Beamte hin in höflicher Weise und sagten, sie müssen deportiert werden an die Grenze und nehmen sich so und so viel Geld mit, wie erlaubt ist, und nehmen sich ein paar Wertsachen mit, was sie wollen, und was zu essen, denn sie werden eine Nacht unterwegs sein, alles in großer Höflichkeit. Und wie war der Hennig dorthin? Und ja. Ja. Also in dieser Nacht wurde ich zu Hause, ich glaube nachts um 5 oder so, angerufen, und da teilten mir verschiedene Frauen mit, ihre Männer sind heute Nacht abgeholt worden, und sollten deportiert werden. Es war gar nicht einfach, erstmal rauszukriegen, wohin die gebracht worden sind und wo man also eventuell intervenieren könnte. Und ich fuhr dann, glaube ich, aufs Polizeipräsidium und bekam schließlich heraus, ja, also auf dem Anhalter Güterbahnhof. Sie kennen Berlin? Nein. Anhalter Bahnhof war der größte Berliner Personenbahnhof. Und daneben ein Güterbahnhof, den ein Normalmensch natürlich nicht kannte. Ich habe nie gewusst, dass ein Bahnhof so viele Gleise hat und solch Riesenareal. Als ich da hinkam und den Güterbahnhof suchte, ich musste, glaube ich, eine halbe Stunde zu Fuß dann nur durch Gleise gehen, bis ich die Stelle fand, wo also wirklich dieser Zug stand mit den Deportierten. Ein Riesenzug, und auf dem Bahnsteig standen also Beamte, teils in Zivil, teils in Polizeiuniform. Die Aktion wurde also durchgeführt durch das Berliner Polizeipräsidium auf Anweisung der oberen Regierungsdeportationsbehörden. Und ich erkundigte mich, wer ist hier in Charge, wer ist hier der Leiter der Aktion. Und da schickte man mich zu einem Herrn, und der stellte sich vor als Hennig. War übrigens damals keineswegs Oberregierungsrat. Und typisch für das Nazi-Regime ist, er war Assessor. Assessor. Ja, wurde später erst Oberregierungsrat. Aber damals, als er diesen Posten bekam, war er noch Assessor und war ziemlich jung da im Dienst. Nein, ich war auch Assessor. Das ist interessant, die Psychologie da in Deutschland. Man
man kennt ja dann so die Art der Menschen und ihren Stil und so und kann sich auf diese Art relativ schnell in Kontakt bringen. Und der Henning war also besonders ein, sagen wir, ein offener Mensch, mit dem es leicht war, Kontakt zu kriegen. Es gibt ja verschlossene und offene Typen. Er war also ein sehr zugänglicher, offener Typ. Also den lernte ich dort auf diesem Barlock kennen. Und ich sagte ihm, ja, hören Sie mal, ich arbeite am Palästinaamt und wir haben da also die Aufgabe, Leute zur Auswanderung zu bringen und Menschen, für die wir die Zertifikate bereit haben oder die in kurzer Zeit kommen, das ging ja alles ein technischen Weg, bis das so durch die Behördeninstanzen durch war, sind hier heute Nacht abgeholt worden. Das geht doch nicht. Können Sie mir die nicht rausgeben? Ja, natürlich, sagte er, bereitwillig, sein Freund, ihr Mann. Sagen Sie mir, wen Sie wollen. Nur das Einfachste, gehen Sie den Zug lang und rufen Sie die Leute aus. Also ich ging mit Genehmigung des Herrn Polizeichefs da den Zug lang und rief die Leute und kam da und dort aus dem Zug Leute heraus, die ich brauchte, und da habe ich mir meine Schäfchen zusammengesucht und so, bitteschön, nehmen Sie die mit nach Hause. Ging sehr formlos und sehr freundlich. Ja, und das war die erste Begegnung, so habe ich den dann ja nicht kennengelernt. Ja. Und die, wie Sie waren, nachher noch auch nach Palästina gekommen? Jawohl, jawohl. Ja. Die Leute sind nach Palästina. Die sind dann ordnungsgemäß zur Auswanderung gekommen. Mehrere, erinnere ich mich. Was heißt mehrere, hunderte? Das weiß ich nicht, wir kannten ja nicht so viel. Aber als wir dann ankamen im Lande, im Jahr 1949, okay. Nicht? 40. Mit welchem Schiff waren Sie? Dem letzten Charterschiff der Sopnut, das von Triest abging. Mit freier Fahrt. Ich glaube, es hieß die Jerusaleme. Weiß ich nicht. Jerusalem. Freie Fahrt, weil er doch Angestellter war vom Palästinenser. Da waren noch viele Juden aus Deutschland. Ja, Deutschland. Ja, die Fahrt bezahlt und überreichte man es ein. Ich glaube, 500 Pfund waren das damals. Das weiß ich nicht mehr. Die Fahrt oder 500. Wir haben es so, ja. Also Sie haben uns und gratis befördert. Nein, ich hätte recht auf gratis Fahrt, ja. Als Sopnut-Beamter. Wir sind kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, weiß nicht genau, abgefahren von Triest und sind am 2. Januar 40 hier angekommen. Mhm. Und am Ufer, also was das Schiff anlegte, standen so und so viele polnische Juden da, die mein Mann befreit hatte vorher und holten uns ab. Die hatten es irgendwie gehört, nicht? Ja. Ja. Hatten Sie auch Kontakt mit den Hachscharot damals, die von den Chaluzin? Ja? Hatten Sie Kontakt mit ihnen? Sicher, ich hatte ihn vor allen Dingen vorher, denn bevor ich diese Spezialarbeit machte, war ich Dezernent für Landwirtschaft. Ja. Ja. Da waren wir sogar ein paar Mal so über Wochenende zu Besuch in Hachschara-Zentren. In der Nähe von Gutwinkel zum Beispiel waren wir. Gutwinkel. Gutwinkel war ein Hachschara-Zentrum. Und wir sind heute noch mit jemandem in Verbindung, den wir durch solchen Besuch im Hachschara-Zentrum kennen. Wie heißt der hier in Bitjitzra? Herr Weiß in Bitjitzra. Hm? Ja, der war in der Leitung solchen Hachschara-Zentrums. Und wann war er raus aus Deutschland? Wissen Sie nicht genau. Würden Sie ihn fragen in Bitjitzra? Hm. Weiß Bitjitzra. Hm. Ganz am Anfang ist das Haus von ihm. Ja, ich werde vielleicht.
Weißen kommt. Vielleicht gibt es mehrere Weiß in Bichitza. Warum nicht? Und Sie hatten auch Kontakt mit der Palästina oder da? Ja. Ja. Durch Pino Ginzburg oder? Das wissen Sie nicht mehr. Nein. Ich weiß nicht, ob der Pino Ginzburg Ihnen erzählt hat, warum Sie geschickt worden sind. Die Leute in Palästina hier, die Jewish Agency, hatte Angst, dass die deutsch-jüdischen Beamten, wie ich, dort eventuell mal eines Tages verhaftet werden könnten und nicht arbeiten könnten und so weiter. Und sie glaubten, dass für diesen Fall es vielleicht gut wäre, wenn Menschen aus Palästina mit einer fremden Staatsangehörigkeit, das sagt eben, die Deutschen haben immer großen Respekt vor der fremden Staatsangehörigkeit, dass die dann einspringen könnten. Sie waren eigentlich nur so als für den Notfall gedacht. Da war noch ein Dozent von der Universität, Reifenberg, von dem wissen Sie nicht, ne? Der wird nicht mehr. Sehr netter Mann gewesen. Hat ein Buch über Denkmäler jüdischen Antike, Alfred Reifenberg, geschrieben. Er war von Palästina? Der war auch dorthin geschickt und war auch so einer dieser in Reserve stehenden Hilfsbeamten. Was denn? Kaffee? Ich weiß nicht, ob ich noch mache. Wenn du nicht hörst, kannst du nicht geben. Ich kann ja noch machen. Danke, Grüße. Vielleicht wollen Sie noch. Nein, danke. Und wer macht den? Ja, es war noch jemand, noch ein Dritter, aber aus einem Kibbutz auch. Kommt jetzt im Moment nicht auswendig auf den Namen. Wer machte die Listen, wer die Zertifikate bekommen und so weiter? Wissen Sie, wer machte die Listen, wer die Zertifikate bekommen? Es gab ja lächerlich wenig Zertifikate. Mhm. Und die wurden durch Kommissionen verteilt. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Weile in der Kommission für Arbeiterzertifikate gesessen. Das war eine traurige Arbeit. Da hatte man eine Handvoll Zertifikate und eine Riesenliste von Kandidaten und dann haben wir stundenlang diskutiert. Der Vorsitzende dieser Kommission war übrigens ein Ingenieur Locker, der hier nach Haifa ausgewandert ist. Ich habe nicht gehört, dass er gestorben ist, also er müsste heute noch in Haifa leben. Mhm. Ein sehr ordentlicher Mann. Ja. Nicht Bär Locker, sondern ein anderer Locker. Vorname weiß ich im Moment nicht. Kann man ein Telefonbuch mal nachziehen? Ja, ich werde es. Also diese Kommission, wir haben uns dann den Kopf zerbrochen. So was wir uns in unserem naiven europäischen Gemüt vorstellten, was für das Land wichtiger wäre, ein Spezialist für Brunnenbohrung oder ich weiß nicht was. Das habe ich gelesen. Habe ich geschrieben, Das hört sich ein bisschen naiv aus. Das war die Kriterion von euch, war, was helfen wir? Was hilft dem Land? Nur das. Mhm. Sicher. Das war ganz gut. Und haben Sie nachher gespürt, nach dem Anfang des Kriegs, wie Sie nur alleine waren, dass die Leute ein bisschen anders sich benahmen? Ich will Ihnen sagen, ich habe sehr wenig durchgemacht, Gott sei Dank. Mhm. Ich war mit meine Mutter wohnte dann bei mir in unserer Wohnung mit, als mein Mann weg war. Und
Wir durften zum Beispiel nicht in den Luftschutzkeller, ich weiß nicht, ob Sie sowas interessiert. Ja, ja. Wir bekamen eines Tages die Anordnung, es sind die Böden freizumachen wegen Luftbrandgefahr und so weiter und die Keller freizumachen. Also im Dachgeschoss, wissen Sie, was ein Boden ist? Ja, ja, ja. Hier hat man auch sowas nicht. Ja, ich weiß. Und die Keller, weil die Keller eingerichtet werden mussten für, gegen Luftangriffe. Müssten entrümpelt werden, nennt man das. Also es kamen Wagen auf die Straße, wo die Leute das, was sie in den Kellern aufgestapelt hatten und doch nicht mehr brauchten, einfach darauf taten, um die Keller frei zu machen. Ich war jung verheiratet und hatte im Keller nichts und hatte auf dem Boden nichts. Hatte gerade meine Wohnung sozusagen eingerichtet. Und sagte dem, jedes Haus hatte einen Mann, der sich um diese Dinge kümmern ein musste. Luftschutzwart. Ja. Und es in unserem Haus war es ein Staatsanwalt, der das Hitler-Regime hasste wie die Sünde und dann auch wegging offen auch schimpfte. Im Krieg sagte, ich gehe weg, Berlin wird ja doch bombardiert und gehen Sie nur ja schnell weg und so weiter. Das nur nebenbei. Und ich war also die Erste, die mit Keller und Boden fertig war, denn ich hatte nichts darauf. Und sagte ihm, bei mir ist schon alles in Ordnung. Sagt er, wenn alle so wären wie Sie. Also das war nur kein besonderer Verdienst. Ja. Und dann wurde eingeteilt, saß man schon im Luftschutzkeller manchmal, wurde eingeteilt, die und die haben auf der Treppe zu stehen und die haben das und das auf dem Boden oder irgendwas. Und er fragte, wer kann das und wer möchte das machen. Da habe ich mich, ich saß mit meiner Mutter im Luftschutzkeller, habe ich ihm gesagt, der Mann war also kein Nazi, aber er musste das alles mitmachen. Ich bin bereit, irgendwas zu machen. Sagt, ich kann Sie doch nicht nehmen, Sie sind doch Jüdin. Also ich wurde nicht beschäftigt. Ich wünschte, ich könnte Sie nehmen oder sowas, sagte er. Ja? Er konnte aber nicht. Und wir haben weißt auch noch... Nein, keine Ahnung mehr. Wir haben einen Luftangriff auf Berlin gehabt, angeblich. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls soll irgendwas passiert sein, aber in unserer Gegend war nichts. Und man konnte dann wieder in die Wohnung rauf. Man durfte nicht, wenn die Sirene ertönte, in der Wohnung bleiben. Man musste sofort runter, egal, Morgenrock oder wie, man runter in Luftschutzkeller. Und meine Mutter war eine Ur-Berlinerin und verstand von der ganzen Sache nur die Hälfte, wollen wir mal sagen. Und im Luftschutzkeller saß das ganze Haus zusammen, ja, in Bänken und kleiner Tisch und so weiter. Kleines Waschbecken war eingerichtet. Und meine Mutter versuchte immer, sich mit den anderen Hausbewohnern zu unterhalten. Und ich musste ihr immer sagen, Ruhe, ja, Schäckert sagte ich damals noch nicht, Ruhe, Ruhe. Denn die durften ja gar nicht mit uns reden. Wir waren die einzigen Jüdinnen im ganzen Haus. Also sie verstand es gar nicht. Aber ich verstand es doch schon. Und dann, in der Zeit, als noch kein Krieg war, wussten wir immer nicht, wie unser Portier eingestellt war. Ob sie pro-Nazi oder anti-Nazi waren. Und da passierte was im Reichstag, glaube ich, nein. Oder irgendwo in einer Attentat auf Hitler. Ein Attentat auf Hitler, davon werden Sie gehört haben. Ja. Es platzte eine Bombe. Aber er war schon weg. Der Hitler ist nicht programmmäßig gekommen, nur ein paar Minuten vorher, also um wenige Minuten klappt das nicht. Und da sprach ich mit der Portierfrau an dem nächsten Morgen. Sie fuhr mit mir im Lift herauf, im Aufzug. Und da sagte sie, und da konnte er nicht ein bisschen früher da sein? Also ja, da wusste ich, die ist auch gegen Hitler. Mhm. Vorher wussten wir nichts, gar nichts. Mhm. Das ist interessant. Das suche ich die ganze Zeit, was die Deutschen auf der Straße so dachten. Ja. Mhm. Und mit Alia Bet, was hatten Sie da? Dazu. Da kann mir Pino Ginzburg viel besser erzählen. Ja, das weiß ich. Der Pino Ginzburg war aber auch bis zum Kongress dort.
glaube ich, ja. Von dem Kongress ist er nicht mehr zurück. Ja, ja. Ja. Also da hat er Frank ihn dann. War ja sozusagen eine Delegation, zu der gehörte Ginzburg und gehörte ich. Das war im August. Ja. Soll ich ihn noch? Während des Kongresses brach der Krieg aus. Das war im August und den 1. September war das. Ja, ja. Ja, weil der Kongress tagte noch. Der Kongress tagte noch. Und es ist mir unvergesslich, wie in einer Nachtsitzung, die Juden haben ja immer Nachtsitzung, ja, gab, nachts um 12 oder was, der Herr Professor Weizmann auf die Tribüne kam und ganz feierlich verkündete, soeben wäre der Krieg ausgebrochen. Wir haben noch und er würde versuchen, noch nach London durchzukommen und zu sehen, was er für die jüdische Sache tun kann bei der englischen Regierung. Mhm. Und wir konnten immer noch wir ein deutschen, paar Tage deutsche telefonieren. Die Delegation ärgerten uns, dass er so öffentlich über sich, Zionisten und englische Regierung, fragte. Wir hatten das ja gar nicht so gerne, dass wir nun als antideutsch gestempelt wurden. Wir konnten immer noch ein paar Tage telefonieren. Vier Wochen. Ja. Bis Berlin. Aber man sagte ihm, Sie wissen, Ihre Gespräche werden überwacht. Also wir haben natürlich keine politischen Gespräche geführt, aber wir haben uns noch verständigt. Und Briefe gingen auch noch durch. Nach Genf, nach Schweiz. Ja, nach Schweiz. Ja. Ja, da. Ich war ja in dieser Zeit dann in sehr nettem Konnex mit dem englischen Konsul in Genf. Haben Sie darüber was gelesen in meinen Aufzeichnungen? Nein, ich weiß nicht. Ich habe von Pasner, ich habe mit Pasner viel gesprochen. Kennen Sie ihn? Der saß in Genf. Der ist in Genf geblieben. Wie heißt der? Posner. Posner. Ja. Er hatte dann. Er ist in Genf geblieben die ganze Zeit von dem Krieg. Der ist aber nicht Posner. Ja, ja. Der heute in Yad Vashem arbeitet. Rosenhaft? Ja. Hätte ich doch kennen müssen. Und Nathan Schwalb, haben Sie gekannt? Nee, ich habe einen Mann namens Nachum Goldmann in Genf gekannt, mit dem ich täglich zusammen war. Ja, aber die haben so, und die waren so viele, jeder und sie haben sich dann immer gegen einen gegen den anderen. Ja. Und wissen Sie auch ein bisschen auf Leute, die nach anderen Ländern gekommen sind, nach Shanghai und so? Hatten Sie keinen Kontakt mit denen? Nö. Nein, nur mit den Palästinensern. Nein, kannst du nicht sagen. Es gab dann eine ganze Zeit lang ein Schlagwort, mit dem man überhaupt nur helfen konnte, dass sie Zwischenaufenthalt in im anderen Land. Ah, das Holland. Und damit haben wir uns dann auch befasst. Was? Zum Beispiel in England. England und die Holland. Die Engländer waren ja sehr reserviert, aber sie haben sich dann erweichen lassen, für eine begrenzte Zeit für Zwischenaufenthalt zur Weiterwanderung. Ja, und da haben sie Leute nach England geschickt. Ja. Von Genf aus? Nein, von Deutschland. Von Deutschland. Das ging doch zusammen. Ich war doch sozusagen der Verbindungsmann zum britischen Konsul. Ah ja, auch in Deutschland? Ja, der war auch, ja, sicher. Ja, und der war noch bis Anfang des Krieges der Konsul von England dort. Ja, ich verstehe. Nein. Bis wann war er noch dort? Ja, und hier. Hm? Die Beamten, die in Deutschland hier drüben waren, waren nicht identisch mit denen, die hier waren. Hier waren noch andere englische Beamte. Ich verstehe. Ja, aber ja, der war dort noch bis Anfang des Krieges, der englische Konsul. Ja, ich kann mich nicht ganz genau sagen. Ich war inzwischen dann also in Genf mit dem deutschen britischen Konsul in Verbindung. Ich habe auch den Namen überall aufgezeichnet, aber ich weiß nicht mehr auswendig. Ich sehe ihn optisch vor mir. Ein sehr netter Mann, der bemühte sich für mich und ein paar andere noch,
unter anderem ein Alfred Lehmann, auch ein früherer Rechtsanwalt, der mein Assistent am Palästinaamt war, die unsere Zertifikate aus Berlin zu bekommen. Ja, die waren nämlich in Berlin. Die Engländer waren ein ganz komische Leute. Sie waren auf der einen Seite erstaunlich informell. Also etwas Grundsätzliches. Die Deutschen schworen doch nur, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Das galt nicht. Ja. Und mündlich Wort, das existierte für sie nicht. Die Engländer, die interessierte überhaupt nicht, was geschrieben stand. Die interessierte nur ein Wort. Ja. Ein Wort ist ein Wort. Ja, wenn ich zwischenschieben darf, ein Erlebnis, das mir unvergesslich ist, wie weit das ging. Zu weit für meinen Begriff. Ich komme eines Tages zum Captain Foley, so hieß der englische Konsul, mit dem ich damals sehr gute Verbindung stand. In Berlin. Ah, in Berlin. Captain Foley. Auch sehr komisch, dieses so kolossale.